Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Ausgabe des HBB Sportstudios. Erstmals in der Saison 2013-14. Erstmals auch mit unserem Präsidenten und Vater des HBB, Arne Stump. Arne, die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange. In ein paar Wochen geht's los. Du hattest kürzlich, wurdest du zitiert, der HBB hat vermutlich den stärksten Kader, den es je gab oder seit es ein HBB gibt. Angst vor zu hoher Erwartungshaltung dennoch? Gut, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die Erwartungshaltung zu hoch schrauben. Wir haben aus meiner Sicht, und das habe ich auch deswegen gesagt, den besten Kader, seit wir in der Bundesliga sind. Wir haben den ausgeglichensten Kader hauptsächlich. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir auch wieder nicht Verletzte haben. Wir müssen aufpassen, dass wir mit der guten Vorbereitung starten. Die erste Woche lief aus meiner Sicht nicht gerade so glücklich bis jetzt, weil wir gleich wieder mit Verletzten angefangen haben, weil wir auch gleich ein relativ schlechtes Turnier gespielt haben. Aber gut, es war die erste Woche und jetzt sehen wir mal, wie es weitergeht. Martin Strobel, Rückkehrer zum HBW. Man hat gehört, es war Chefsache, mit diesen Transfer in trockene Tücher zu machen. Realisiert ist er jetzt. Dennoch verspürt Martin oder du Druck, hier entsprechende Verpflichtung auch gerechtfertigt zu haben. Und zu sagen, der speziell wegen dem Tausch mit Benjamin Hurt, Lemgo und so. Ungutes Gefühl oder sagen, nee? Nö, also ungutes Gefühl nicht. Wir hatten ja gerne natürlich den Benny Hart behalten, das haben wir ja immer wieder dokumentiert, haben auch dem Benny die Möglichkeiten offeriert, die wir hatten nach der Verpflichtung von Martin. Ich glaube, der Druck ist nicht so groß, wir freuen uns auf Martin, wir erhoffen von ihm nochmal spielerische Akzente, die er setzen kann und die hat er ja schon, glaube ich, im ersten Vorbereitungsspiel gezeigt. Ich glaube, aber wir freuen uns drauf, weil der Martin war immer für mich eine verständliche Entwicklung, dass er uns verlässt, damals, wo er auf dem Weg zum Nationalspieler war. Und es war für mich immer ein Ziel, den Martin irgendwann wieder nach Balingen zu holen, in einer Phase, wo er noch voll in national voll im Saft steht, wo er noch in einer Topform ist. Und deswegen freuen wir uns natürlich auf Martin. Kampf, Wille, Leidenschaft, diese Schlagworte, Philosophie des HBW in den letzten Jahren erfolgreich. Dann sind einige Spieler, die dies verkörpert haben, ja aus dem System rausgebrochen. Gibt es irgendwelche Vorgaben, wo du sagst, diese Erwartung habe ich an diesen speziellen Spieler im Team aktuell? Ich glaube, spezielle Vorgabe an den Spieler nicht. Also vielleicht müsste Daniel Wessig die Rolle von Daniel Sauer noch besser verkörpern und noch besser ausfüllen. Da hatte ich vielleicht schon im ersten Jahr noch etwas mehr erwartet. Ansonsten glaube ich schon, dass die Leidenschaft nach wie vor die gleiche ist, die wir immer hatten. Wir hatten letztes Jahr durch den Weggang von Daniel Sauer, durch den Ausfall von Wolfgang Strobel, glaube ich schon in der 3-2-1-Abwehr große Probleme, die haben wir dann teilweise da in der Rückrunde kompensieren können. Aber da meine ich schon, dass wir noch einen Tick besser werden müssen wieder. Da fällt mir derzeit gerade ein bisschen die Abstimmung und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen wieder hinbekommen. Es gibt ein altes Sprichwort, nichts ist beständiger als der Wandel. Auch beim HBW bewegt sich ständig irgendwas. Es wird Neues versucht im Training, Innovation bei Herrn Brack. Wo siehst du den HBW heute, wenn du jetzt 3 Jahre zurückschaust im Vergleich? Zum einen mal sind aus meiner Sicht die Spieler qualitativ etwas besser geworden. Ich meine, wir haben sicherlich in manchen Positionen uns deutlich verstärkt. Wir haben, glaube ich, derzeit auch mehr Varianten in der Abwehr. Das ist aber auch wieder vielleicht ein Nachteil, weil wir vielleicht zu viele Varianten nicht spielen dürfen. Wir müssen 2 eingespielte Varianten haben. Da fällt gerade Rolf Brack dran. Ansonsten sehe ich eigentlich den HBW sportlich auf eine sehr gute Entwicklung. Vor allen Dingen, was mich freut, dass wir auch wieder aus dem Unterbau zweite Mannschaft Jugendspieler integrieren können in die Mannschaften in der Bundesliga. Kurzfristig gesehen, langfristig gesehen, nun der HBW etabliert in der ersten Liga, 8. Jahr. Wo siehst du den HBW Stand heute in 2 Jahren? Also ich glaube, einen großen Schritt nach vorne können wir nur gehen, wenn wir eine neue Halle haben. Wir werden immer wieder in diesem unteren Feld uns platzieren müssen und versuchen, die Klasse zu halten. Ich meine auch, dass die Liga dieses Jahr zweigeteilt sein wird. Wir haben die ersten 8, 9 Mannschaften, die diese Plätze untereinander ausmachen und die anderen werden zwischen Platz 10 und 18 spielen. Wir hoffen, dass wir vielleicht zwischen Platz 13 und 10 uns eingliedern können, aber dürfen uns nichts vormachen. Unser Geschäftsführer Bernd Karrer hat es ja richtig gesagt, also die anderen haben sich auch verbessert, die anderen sind auch dran, sich zu etablieren und da müssen wir natürlich aufpassen. Ganz wichtig, und auf das zu kommen, wir brauchen eine neue Halle, wir brauchen mehr Einnahmen, wir brauchen höhere Zuschauerzahlen und das geht eben nur über diesen Weg. HBW
wie eine super Mannschaft, wie du es eben gesagt hast, dennoch pikant, sehr viele Verträge werden Ende dieser Saison auslaufen, inklusive des Trainers. Das heißt, Gespräche mehr oder weniger werden wahrscheinlich schon frühzeitig in der Saison beginnen. Angst davor hier, dass das System, das man jetzt hier aufgebaut hat, dieses Gebilde kurzfristig wieder auseinanderbrechen könnte? Nein, das glaube ich also nicht. Ich meine, wir haben immer wieder Phasen, wo Verträge in einem Jahr mehr auslaufen, andere weniger auslaufen. Die Spieler fühlen sich bei uns wohl. Wir werden sicherlich nächstes Jahr wieder Veränderungen haben, wie jedes Jahr. Das erste Gespräch führen wir mit Rolf Back, das ist keine Frage. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Das werden wir bis September, spätestens Oktober, besprochen haben. Wir hoffen und gehen davon aus, dass er nochmal bei uns verlängert. Ich meine, das sind jetzt immerhin schon über zehn Jahre. Und wenn dieses Gespräch abgeschlossen ist, können wir natürlich auch den Spielern, die immer wieder fragen, natürlich, wenn es darum geht, Verlängerung von Verträgen, neue Spieler hierher zu holen, wer ist der Trainer? Und deswegen werden wir das natürlich möglichst schnell klären. Gehen wir noch über den Tellerrand raus. Deutscher Handball. Zuletzt ja nach der verpassten Qualifikation. Der deutsche Handball liegt am Boden, heißt es. Resultate daraus. Sport 1 zieht sich zurück aus der Fernsehberichterstattung, überträgt lieber Handball dritte Liga. Gibt unzählige Beispiele, wo es eben kritisch schon beäugt wird. Wie siehst du die Entwicklung? Fußball dritte Liga oder Fußball vierte Liga eigentlich. Ja, also ich glaube, der Handball stellt sich natürlich gerade nicht gerade so sonderlich gut dar. Ganz entscheidend ist natürlich das Abschnitt in der Nationalmannschaft, das jetzt zweimal zwei große Turniere versäumt hat. Auch jetzt aktuell die U21 raus. U21 fliegt raus, knapp mit einem Tor, gut, kann passieren. Die anderen U21-Mannschaften sind auch nicht schlecht. Ich meine, es muss einen Strukturwechsel geben, es muss Veränderungen an der Spitze geben. Das gibt es ja auch. Ich glaube, das ist überfällig und ich hoffe, dass wir in 2-3 Jahren wieder dort stehen, wo eigentlich der deutsche Handballbund hingehört, eigentlich in die Weltspitze. Es wird ja immer wieder gefordert, dass junge deutsche Spieler Einsatzzeiten in der ersten Liga bekommen sollten. Der HBW lebt vor, Anführungszeichen HBW Deutschland. Christian Schwarzer hat es erst die Tage wieder betont, die Jugendlichen müssen in die erste Liga. Rolf Brack hat es gefordert und auch angesprochen, es wäre die Chance gewesen, den Kader jetzt von 14 auf 16 Spieler Kadergröße pro Spiel aufzustocken, wurde abgelehnt. Wie siehst du, was wäre notwendig, kurzfristig einfach umsetzbar, um wieder den Weg in die richtige Richtung zu gehen? Also ganz wichtig halte ich, oder ist meiner Meinung nach, dass die Liga sich nicht verkleinert. Weil wenn die Liga sich verkleinert, dann spielen noch weniger deutsche Spieler in der Liga. Zum Zweiten hätte ich diesen Vorschlag von 14 auf 16 Spieler zu erhöhen für nicht schlecht gehalten. Wenn dann die Mannschaften dementsprechend die Spieler auch einsetzen, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ich glaube einfach, dass im Jugend-Junioren-Bereich vielleicht noch effektiver zusammengefasst werden muss. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass die Spieler relativ früh nicht in die Nationalmannschaft nur, sondern auch bei den Vereinen spielen. Also wir stellen halt immer wieder fest, dass unsere Spieler, die dann bei der Jugend- und Juniorennationalmannschaft sind, dann 4 bis 6 Wochen nicht da sind in der Vorbereitung. Damit fehlt ihnen schon eine wichtige Phase in ihrer Entwicklung aus meiner Sicht. Und ich halte es eigentlich fast für sinnvoller, wenn sie möglichst früh in diese Bundesligamannschaften integriert werden. Aber die Spieler müssen natürlich auch den Ehrgeiz haben, sich dort durchzusetzen. Also nur zu sagen, wir setzen junge deutsche Spieler ein, bringt nichts, wenn diese Spieler sich nicht ans internationale Niveau heranarbeiten und auch den Willen zeigen, sich da durchzubeißen. Also Karabatic zu werden, geht halt nicht so einfach, da gehört Wille dazu, da gehört Ehrgeiz dazu. Also das sind sicherlich mehrere Faktoren. Wir haben gerade eine Phase, wo wir vielleicht nicht auf manchen Positionen nicht Weltspitze sind, sowohl in dem Juniorenbereich als auch im Nationalmannschaftsbereich. Und da müssen wir daran arbeiten, dass wir uns dort verbessern. Kurzfristig gibt es immer wieder Meldungen, Kommerzialisierung des Handballsports, größere Hallen, größere, jetzt wird angedacht, ein Weltrekordversuch in einem Fußballstadion, im Handballspiel. Wie siehst du die Entwicklung, die Vorgaben, die Vorgehensweise von manchen Clubs? Ja gut, also diese Spiele in der Frankfurter Stadion ist ja, glaube ich, geplant. Das ist sicherlich eine nette Idee oder gute Idee, um den Handball einfach darzustellen zu einer gewissen Phase, wo vielleicht auch ein gewisses Sommerloch ist. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Die Hallengröße meines Erachtens reichen. Wir vom HBW sollten unsere Halle dringend vergrößern, um einfach ein größeres Publikum, unsere Wartelisten zu befriedigen und dass unsere Zuschauer zum HBW kommen können. Ich denke, mit dieser Aussage können wir es auch belassen. Danke an unseren Präsidenten mit sehr vielen Aussagen rund um den HBW, rund um den deutschen Handball. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.